Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, heute ein anderes Video, denn ich möchte darüber sprechen, wie es hier weitergeht auf dem Kanal. Also auch eine kleine Ankündigung und so, was jetzt hier weiter passieren wird. Und danach gibt es nochmal saftige Packs. Also da könnt ihr euch mal richtig drauf freuen. 4 Europa League Packs gibt es und haben wir hoffentlich auch ein bisschen Packlag. Fangen wir gleich mal am Anfang an. Also, ich werde vom kommenden Freitag auf den Samstag, halt eine Woche später, bin ich halt im Urlaub. Ich bin im Urlaub, ich kann wahrscheinlich FIFA Mobile spielen, aber ich werde keine Videos hochladen, weil ich bin halt einfach im Urlaub. Das also, so, dass ihr es jetzt halt mal so wisst. Also von kommenden Freitag bis dann Sonntag, also eine Woche später, so ungefähr, das sind ja dann, glaube ich, 10 Tage, ja. 10 Tage Urlaub habe ich. Und genau, also in der Zeit gibt es keine Videos. Ich werde auch die Ligaturniere wahrscheinlich spielen können. Thema Ligaturnier kann ich gleich mal eins starten. Das, ja, haben wir, glaube ich, lange keins mehr gehabt. Also, an alle Leute, die das jetzt hier sehen, wäre nice, wenn ihr, wenn ihr jetzt beim Ligaturnier dann spielen würdet. Genau, weil das ist jetzt zwar noch nicht da, aber wenn eine andere Liga gefunden wurde, dann könnt ihr ja auf jeden Fall auch spielen. Genau, und sonst, also, wird es in der Zeit keine Videos geben. Das letzte Video kommt am Donnerstag, also am kommenden Donnerstag, bevor ich halt gehe, also bevor ich halt in Urlaub fahre. Und, ja, Stream am Freitag wird es also nicht mehr geben und auch kein Tor der Woche mehr. Morgen wird es nochmal wahrscheinlich ein Video geben und halt dann am Donnerstag. Genau. So sieht's auf jeden Fall jetzt mal aus. Und ja, dann gehen wir jetzt auch eigentlich schon rein ins Europa League Event. Eigentlich wollte ich meine Punkte noch aufsparen, aber ich dachte mir so, ey komm, ich hau die heute mal alle raus. Ich habe 44 Punkte, das heißt 4 Packs sind am Start. Also Leute, Hoffentlich haben wir hier vielleicht ein 84 oder 85er. Wäre ja ganz gut eigentlich. Und ja, ich habe drauf gedrückt. Let's go, Leute. Gönnt EA. Gönnt! Ah, Skill Boosts. Aber Skill Boosts sind auch gut. Okay, nächstes Pack. Gönnt EA, komm. Los, komm. Und. Ja. 84er Suarez. Ja, das ist ganz nice eigentlich. Das kann man sich geben. Ich werde auf jeden Fall nicht ins Team stellen. Auch wenn der reinpassen würde. Aber natürlich werde ich den nicht nehmen. Wegen der Chemie. Okay, dann nächstes Pack. Gönnt, EA, gönnt. Kommt. Oh, okay. Achso, 72er und 74er. Ja, gut. Ah, das war jetzt auch nicht so gut. Okay. Letztes Pack für heute. Letztes Pack. EA sollte doch nochmal gönnen, oder? Noch einmal Gönnung von EA. Komm. Leute. Oh, und wieder. Wieder nur. Ja, 75er Spieler. Aber dafür kriegen wir jetzt hier nochmal Christier oder so. Glaube ich, heißt der. Und nochmal 100 Skill Boosts. Ja, gut. Okay. Das kann man sich. Oh nee, ja, ich habe lieber ihn genommen als die Skill Boosts. So, da könnte man sich halt entscheiden. Ja, dann Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall die zwei Spiele auf den Transfermarkt stellen. Bestimmt sind die nicht so viel wert, aber mal schauen. Ja, und jetzt würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, schön, dass ihr mit alle am Start seid. Und ja, dann freut euch auf die nächsten kommenden Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.